Hallo Freunde, willkommen zurück zu Prison Architect. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier schon mal in Auftrag gegeben, die Versorgungsleitung im Neubau rauszunehmen. Ich denke, damit werden die Arbeiter auch anfangen, sobald wir hier die Kapelle eingerichtet haben. Da ist ja noch ein bisschen was zu machen, sowohl was die Fußböden angeht, als auch bei der Einrichtung. Da fehlt zum Beispiel noch der Altar, aber so nach und nach wird ja alles angeschleppt und ich glaube, wir kriegen das schon auch auf die Reihe. Ja, den Umbau haben wir in der letzten Episode abgeschlossen. Ich bin gespannt. Wie gesagt, 12 Tage Ruhe und Frieden wären schön, bevor wir sagen können, ja, das hat sich gelohnt oder nee, das war ein Schlag ins Wasser. Wie auch immer, bei dem Neubau hier unten möchte ich die ja, Versorgungsleitung eigentlich genauso legen wie die hier oben. Deshalb rupfe ich die alten nochmal raus. Das bedeutet allerdings auch, dass wir wahrscheinlich eine ganze Menge Zeug ja, im Lager liegen haben werden, kurzfristig. Und die Hunde werden mal wieder richtig fündig hier. Hervorragend. Tja, Drogen ohne Ende, Spritzen, Gifte, weiß der Geier. Hauptsache, die Patrouillen machen weiter und finden hin und wieder auch mal was. Ja, die Lampen hier draußen sind inzwischen auch da. Also wunderbar. Dann sehen wir hier auch, wenn die Hunde laufen. Was übrigens gleich mal wieder sein müsste. Jawohl, da sind sie unterwegs. Und wie ihr heute in den Kommentaren geschrieben habt, werden die Tunnel nur dann entdeckt, wenn gerade ein Gefangener da drin ist und buddelt. Ist klar. Klingt logisch, die Hunde können ja auch nur hören, wenn jemand gräbt. Der Tunnel an sich selber macht hier keinen Krach. Wollen wir hoffen, dass entweder keine Tunnel da sind oder wenn doch, dass die schnell gefunden werden. Wie gesagt, ich bin mal gespannt. Wir sind derzeit bei 6,5 Tagen ohne Zwischenfälle. Wie gesagt, wenn wir 12 Tage ohne Zwischenfall haben, dann sehe ich das Ganze hier als Erfolg. Was passiert ist kurz nach dem Laden? Wir haben Forschung abgeschlossen, was ja, Anleihen von der Bank betrifft. Das heißt, theoretisch könnten wir uns auch noch Geld leihen, um den nächsten Block schneller fertigzustellen. Aber ich würde sagen, eins nach dem anderen. Wir kümmern uns als erstes mal darum, dass die Versorgungsleitungen liegen. Dann fangen wir an, hier der Reihe nach die einzelnen Zellblöcke zu klonen und einzufügen, die Küche einrichten, Zusatzräume einrichten und dann kriegen wir das hier schon noch nach und nach hin. Zellblock D, 200 Gefangene. Na, das wird noch ein bisschen dauern, aber wir kriegen das schon noch hin. So, hätte einer von euch hier möglicherweise. Nein, wahrscheinlich nicht. Wir haben nur noch einen, der andere wurde wahrscheinlich vorzeitig entlassen. Na super. Das heißt, wir sollten uns hin und wieder vielleicht auch mal noch um einen anderen Informanten kümmern, wenn uns die Informanten vorzeitig entlassen werden. Ich meine, ich freue mich natürlich über das ganze Geld, was die vorzeitigen Entlassungen uns einbringen. Aber ja, so ein Informant wäre vielleicht nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob die uns auch über Tunnel informieren. Wahrscheinlich informieren die uns über alles, was die so entdecken, wenn es mal soweit ist. Da kommen die neuen Hundepatrouillen. Bisher scheint es ja ruhig zu sein, was die Tunnel angeht. Nie im Leben glaube ich allerdings, dass wir das Problem total gelöst haben. Ich glaube nur, wir können das ein bisschen rauszögern. Wie lange die eben brauchen, um rauszukommen. Sie haben jetzt keine Rohrleitung mehr, um die Tunnel zu unterstützen. Deshalb haben sie einfach mehr Wände und brauchen länger, aber irgendwann werden sie es wohl doch schaffen. Ganz besonders, wenn mehrere Gefangene in die gleiche Richtung graben. Aber wie ich in den Kommentaren auch schon geschrieben habe, man braucht einen cleveren Gefangenen, damit der mit dem Tunnel anfängt. Das Problem ist, dass man nicht sieht, ob jemand clever ist oder nicht. Reputation. Da steht es dann im Normalfall drin. Manche sind aggressiv, manche sind sehr schnell, manche sind dickköpfig oder was auch immer. Da stehen alle möglichen Eigenschaften drin, wenn sie denn bekannt sind.
Nur clever sollte eigentlich nie drin stehen, denn das ist eine versteckte Eigenschaft, um es nicht zu leicht zu machen. Ich habe im Wiki irgendwas gelesen, dass clever im Schnitt bei etwa jedem fünften Gefangenen vorkommt. Was bei uns natürlich bedeutet, wir haben da eine Menge Möglichkeiten. Und 10 weitere in 2,5 Stunden. Wäre nämlich schön, wenn wir da langsam aber sicher mal hinkommen, dass unser Gefängnis einigermaßen voll ist. Mal ein Auge drauf haben, wenn wir nämlich so einen Kopf sehen auf dem Bett, ohne die Schlafsymbole drüber, dann ist das wahrscheinlich eine Puppe und da gräbt einer. Ich weiß nicht, ob man das so direkt sieht. Wäre auf jeden Fall mal eine feine Sache. Dann könnte man nachts nämlich zusätzlich noch so einen kleinen Blick auf die Gefangenen haben. Im Moment scheint es aber sehr ruhig zu sein. Ja, sogar die Wachen am Monitor sind eingeschlafen. Leute, macht die sowas. Jetzt aber zack, zack hier. Doch du hättest so lange nicht übernehmen können. Das ist völlig ausgeschlossen. Naja, Stunde noch. Und dann kommen die Gefangenen. Jetzt haben sie gerade Freizeit gleich. Und werden von den Hunden geweckt. Fantastisch. Die Böden sind schon wieder extrem dreckig. Ich weiß nicht, wo die putzen, aber irgendwie putzen die nicht an den richtigen Stellen, habe ich das Gefühl. Lass mal ganz kurz gucken. Das ist alles schon wieder geändert hier. Darum mache ich mir gerade keine Sorgen. Das wird wieder nur die übliche Morgenhygiene sein. Das sollte eigentlich passen. Und gleich auch wieder abnehmen. Ich meine, ihr seht ja, wie viele da schon wieder duschen. So, 2 sind in Solitary. Einer kommt gleich noch dazu. Gucken wir doch gleich mal. Möchte einer von euch... Sieht nicht so aus, nee. Von denen will leider keiner. Informant werden. So, du hast das schon fast abgesessen. Wie sieht's aus? 2%. Willkommen in der Freiheit, Raw Monkey. Oh Mann. Und da gehen dann die nächsten 3000 Dollar auf unser Konto. Fantastisch. Ich glaube nicht, dass der mit 2% rückfällig wird. Aber wo wir gerade von rückfällig sprechen, das hat ja auch was mit Ausbildung zu tun, mit Erziehung. Wir sollten noch ein Programm starten für Spiritual Guidance. Jetzt haben wir die Kapelle gebaut. Wäre doch schade. Von 8 bis 12? Wie? Kein Teacher. Wir lassen es einfach mal kurz weiterlaufen. Ich meine, wir haben alle Leute. Eigenartig ist allerdings, dass der nicht mehr drin sitzt. Na, wird schon irgendwie passen. Ja, zusätzlich noch 3000 am Tag. Wenn eine Weile nichts passiert, dann steigert sich das natürlich. Und ja, die Anzahl an Gefangenen hilft da natürlich enorm. Allerdings sind das jetzt zu viele. 22 verkraften wir da nicht mehr. Das heißt, wir müssen leider erstmal wieder zumachen. Wir warten einfach mal einen Tag. Dann müsste das hier passen. Gut, Spiritual Guidance wollte ich einrichten. Wo haben wir es denn? Hier unten. Scheint alles zu laufen. Von 9 bis 11. 5 Stück. Müsste eigentlich hinkommen. Jetzt haben wir da natürlich keine Kamera. Aber wir haben, glaube ich, noch Luft für eine Kamera. Das heißt, wir basteln da mal noch eine Kamera in den Raum.
schaden kann es ja nicht. Und wenn wir jetzt hier alles abgebaut haben, ich nehme an, die Lagerräume platzen demnächst. Machen wir das mal bis ungefähr daher. Da kann ich mir auch ziemlich sicher sein, dass das alles ausreicht. So, jede Menge elektrische Kabel, aber dann haben wir hier unten wenigstens wieder Licht. Dass das eine Menge kostet, war klar. So, du hast relativ wenige Kameras zu bedienen. Jetzt passt das auch. Wunderbar. Wurden nicht alle gefüttert? Scheinbar. Wollen nicht alle. Naja, soll mir recht sein. Okay. Da liegen schon jede Menge Kabeltrommeln überall rum. Das heißt, da werden demnächst die Arbeiter anfangen. Richtig, da sind sie schon. Was haben wir denn hier? Eine Menge Besucher, die uns schon wieder verlassen. Schade eigentlich. Nachmittagsanhörung. Mr. Moss. Wie sieht's aus? Fast abgesessen und 34%. Sorry, ich glaube, du wirst hier bleiben. Und damit du nicht auf die Idee kommst, hier zu randalieren, platzieren wir hier mal eine Wache. Wenn der nämlich gleich abgewiesen wird, dann wird es vielleicht hässlich. Und ich will ja keine Messerstecherei mit einem toten Chief oder Warden. Das wäre ganz schlecht. Wo hüpft ihr schon wieder hin? Ihr habt hier massenhaft Material. Wir könnten natürlich hier eine Stuff-Door einbauen, die wir nachher wieder abbauen können, denn hier kommt sowieso ein Durchgang rein. Dann müssen die auch nicht so wahnsinnig weit laufen. Die guten Arbeiter. Das Problem wird sein, dass sie das wahrscheinlich erst machen, wenn die mit dem Rest fertig sind. Können wir da irgendwie sagen, Priorität erhöhen? Ich glaube nicht. Schade. Moment, wir haben doch hier so eine To-Do-List irgendwo. Jobs. Nee. Doch? Ja. Ja, genau. Moment. Einmal kurz Pause drücken, sonst findet man auf dieser Liste überhaupt nichts. Operate Monitors ist klar. Install Electric Cable. Jede Menge davon. Aber das mit der Tür. Dump. Irgendwie jede Menge Zeug. Nee, finde ich jetzt leider nicht auf die Schnelle. Schade. Hätte ich mir eigentlich gewünscht, dass ich das dort nochmal irgendwie einstellen kann, aber soll wohl nicht. Ja, richtig. Ich meine, das ist natürlich viel wichtiger als... Okay, objektiv gesehen ist es wirklich wichtiger, dass das Gefängnis wirklich am Laufen bleibt. Der Anbau kommt dann zusätzlich mit der Zeit. Wo wir gerade von Zeit sprechen, wunderbar, 40%, das heißt, wir haben von den 5 2 Stück durchgekriegt, durch den Kurs. Oh Mann, hier, General, 3 haben es beendet, 2 haben es bestanden, 2 weitere sind interessiert und qualifiziert. Das heißt, morgen, wenn der nächste Kurs dort anfängt, oh Mann, wird noch eine ganze Weile dauern, bis wir diese Quest erfüllt haben. Sehr gut, dass das mit dem Essen wieder passt. Nicht nur, dass alle gefüttert werden, sondern wir haben ja keine übermäßig hungrigen Gäste mehr. Das war beim letzten Mal ja ein bisschen übel, als wir nur einmal am Tag und dann auch noch schlechtes Essen geliefert haben. Na also, da haben wir doch die Stuff Door. Super Sache das.
Wenn ich jetzt sage, das hier ist Stuff Only, damit keiner von den Gefangenen da drin rumläuft. Richtig, dann geht die auch zu, aber das spielt keine Rolle. Die Sache hier ist sowieso schon erledigt. Da muss eigentlich keiner mehr rein im Moment. Das passt auch. Und dafür haben sie Schlüssel. Ja gut. Dann kriegen wir das auch hin. Das werde ich nachher nochmal auf Open stellen, wenn wir dann diese ganzen Zellen einrichten, damit dann diese Zellentüren offen sind. Damit es läuft, aber im Moment brauchen wir das ja eigentlich nicht nochmal speziell auf offen zu stellen. Naja, die Wasserleitung gebe ich erst in Auftrag, wenn sie mit dem Strom fertig sind. Sonst kommen die total durcheinander und alles dauert einfach ewig lang. Die brauchen sowieso schon ewig lang, bis die das hier haben, aber mit den Rohren zusätzlich wäre das arg übel. Interessant ist außerdem, dass der Yard eine Quelle für illegale Geschichten ist. Wir haben hier eine Wache stationiert, das heißt, solange die im Yard sind, sollte eine Wache da sein. Andererseits, die dürfen während ihrer Freizeit natürlich auch hierher und dann ist wahrscheinlich keine Wache da. Schauen wir mal. Dangers ist klar. Letzten 7 Tage wurde hier zum Beispiel ein Telefon gefunden. Gefällt mir gar nicht. Was haben wir denn da? Scheren. Die sind ja mal überall rumgekommen. Von der Krankenstation in verschiedenen Zellen gelagert, hin und her geschickt. Das hier könnte Wäschewagen gewesen sein. Oh Mann. Wobei die auch einiges riskieren. Zwischenzeitlich waren die Scheren auch mal in der Kantine. Nicht gut, nicht gut. Und das ist nur das Zeug, was wir gefunden haben. Wer weiß, wie viel wir nicht gefunden haben. Noch nicht. Die Hundepatrouillen sind ja dabei. Am Stuhl. Ja gut, da kann man was im Polster, hinter der Lehne, unter der Sitzfläche, sonst wo verstecken. Die sind ja kreativ. Gefangene haben ja den ganzen Tag nichts weiter zu tun, als drüber nachzudenken, wie sie aus dem Laden rauskommen. Da möchte immer noch keiner. Oh, der war mal bei der Polizei. Den kriegen wir wahrscheinlich als Informant, aber der ist auch etwas gefährdeter. Wenn die Polizisten das mitkriegen. Wenn die Gefangenen das mitkriegen, dass der mal bei der Polizei oder bei einem Sicherheitsdienst oder ähnliches war, dann könnte der das Ziel eines Anschlags werden. Will man natürlich vermeiden. So, wir sind mal wieder nachts unterwegs. Die Hundepatrouillen sind am Rumrennen. Diesmal mit Licht. Wer weiß, vielleicht finden sie was. Vielleicht nicht. Mal sehen. Da haben wir so eine Eigenschaft. Der ist schnell. Und da würde ich ganz gern wissen, wer ist clever. Und diese Leute, für die würde ich, was weiß ich, die beiden Räume zusammenlegen und hier einen einzelnen Zellenblock nur für die machen. Und, was weiß ich, Türen zubetonieren oder so. Keine Möglichkeit. So zentral wie möglich, rundrum, permanent im Kreis Hundepatrouillen und ja. So hochgesichert, wie das eben nur möglich ist. Das sieht schon gar nicht schlecht aus. Wir haben eigentlich fast überall wieder Strom. Es fehlt nur noch eine Reihe. Das ist nicht schlecht. Finanziell ist wieder ein bisschen weniger geworden, was mich ein bisschen wundert auch. Wir haben schließlich mehr Gefangene als vorher, trotzdem weniger Geld. Warum? Zum Teufel.
Okay, das ist ganz komisch. Naja, soll mir recht sein. Jetzt funktioniert es wieder. Es sind ja noch 24 in der Warteschleife allein dafür. Meine Güte. So schnell kommen wir da gar nicht hinterher, wie die Leute Anspruch drauf haben. Aber wir können eben nur einen Chief und einen Warden haben. Und wir könnten die Parole-Hearings auch tagsüber machen, aber ich weiß nicht. Nicht der Stuhl. So, Moment. Need. Alkohol. Schlaf wird hier nicht extra erwähnt. Der braucht Drogen. Ja, dann geht doch zur Drogenberatung, mein Freund. Sehe ich das richtig? Du hast Hunger. Es ist natürlich verdächtig, wenn die tagsüber, wenn die nachts so rumlaufen. Da hätte ich eigentlich schon mal Lust, die Toilette abzumontieren. Ganz besonders in diesem Block hier. Die nächste Flucht müsste eigentlich aus dem Block kommen. Wenn die weiterhin diesen Wechsel einhalten, den Rhythmus. Ich glaube, die zwei Toiletten montieren wir tatsächlich mal ab. Einfach nur auf Verdacht. Keine Schikane oder so. Tatsächlich nur ein Verdacht. So, Moment. Dann können wir auch gleich wieder sagen, dass er die hier montieren darf. Was natürlich wieder ein ganz anderer machen wird, der irgendwo anders rumrennt, aber. Ich finde es einfach nur eigenartig. Na gut, dort waren keine Tunnel drunter, so wie es aussieht. Jetzt rennst du bestimmt wieder hier rüber und montierst die Toilette dran. Ja, ich hab's mir doch gedacht. Nein, du räumst sie erst weg. Stimmt ja, so schnell bist du nicht. Und du räumst jetzt die weg, nehme ich an. Ja. Ach Gott, jetzt wird die da. Bin ich froh, dass die Arbeiter sind. Wären die Chirurgen, würden die auch Gehirntumortransplantationen durchführen. Sagenhaft, wirklich. Aber Verdacht war da, die waren nachts wach. So ist dies ja mal schnell gemacht und ja, kein Tunnel drunter. Sehr gut. Bisher sieht es ja fast so aus, als hätte sich der Umbau tatsächlich gelohnt. Wie weit müssen wir denn da ungefähr? Das 3 vor dem 7 bis zum Rand. Ja, das kriegt man hin. Also bis dahin ungefähr. So Jungs, dann macht mal. Da gibt es schließlich noch eine Menge für euch zu tun. Eigentlich habt ihr Arbeiter keine Freizeit. So, ihr seid anwesend, die Gefangenen pennen noch. Habe ich den so viel zu früh reingemacht? Ja, aber ansonsten überschneidet sich das mit dem Ess mit den Essenszeiten. Nicht ganz optimal. Da müssen wir ein bisschen am Rhythmus arbeiten. Entweder die Leute früh aus dem Bett schmeißen, dass sie pünktlich zu ihrer Anhörung können. Das fängt auch an. Das heißt, irgendwo hier müsste ein Geistlicher übers Gemüse rennen. Bei dem wilden Gewusel. Alles Besucher. Einer davon ist sogar ein Anwalt. Da haben wir den Geistlichen. Da gibt es unterschiedliche. Ich glaube, 8 verschiedene Modelle. Und da sind so ziemlich alle Religionen vertreten, soweit ich das weiß. Die wechseln sich immer wieder ab.
Oh, in deiner Zelle wurde was gefunden. Nicht, dass sich das negativ auf dich auswirkt. 13%. Wäre natürlich ätzend, wenn der nicht entlassen wird, weil er seine Anhörungszeit jetzt in Einzelhaft verbringt. Da muss er sich hinten anstellen. Also mich würde das ein bisschen annerven. Den sollten wir vielleicht ein bisschen im Auge behalten. Oh, Scheren? Wo? Jetzt sagt mir nicht, ihr habt hier schon... Jungs, ihr überrascht mich. Das war ja mal fix. Machen wir das mal so. Und wie viel Abstand brauchen wir da? Auch wieder 7. Geben wir erstmal diese 2 Reihen in Auftrag. Aber immerhin, so müsste das jetzt deutlich schneller gehen als vorher. Ja, völlig unnötig, da so eine ganze Kiste reinzutragen. Du holst sie lieber einzeln. Vorbildlich. Du wirst nicht nach Kilometern bezahlt. Das ist dir klar, oder? Released, hockt in der Einzelhaft. Ja, weiter bestrafen will ich ihn nicht. Erlassen kann ich es ihm auch nicht. 5,1 Jahre abgeleistet von 5 Jahren. Einzelhaft macht's möglich. Grüß dich, Morris. Mark Morris, das kommt mir extrem bekannt vor. Moment, ist er nicht der Produzent von dem Spiel? Ich glaube, da war was. Doch, ich glaube, Mark Morris war der Produzent von Prison Architect. Irgendwas habe ich da im Kopf. Wie sieht's aus? Oh, unverbesserlich ist er auch noch. Super. Möchte einer der Herren möglicherweise? Was ist denn mit dir? Fragezeichen daneben. Hm. Na gut, wer nicht will, muss auch nicht. Was haben wir denn hier? 33%. Schade. Ich glaube, wir stehen wieder auf 30%. Wobei 33 könnten wir eigentlich auch machen, sind wir mal ehrlich. Was ist denn das für einer? Visitor? Das ist ein Anwalt? Ah, der will zur Anhörung. Das erklärt einiges. Das gefällt mir überhaupt nicht, dass sie hier durchrennen. Das ist nämlich eigentlich nur für... ja, Gefangene, der Bereich. Da hätten Besucher und Zivilisten eigentlich nichts drin zu suchen. Zugegeben, dann käme keiner in die Kapelle. Müsste ich also hier noch einen Laufweg einrichten, aber ja, das gefällt mir trotzdem nicht. Die 100 Patrouillen, mal wieder fündig. Hey, Early Release Reward. Ah, richtig, der wurde aufgrund der Anhörung auch entlassen und... ah, na, wenn die wüssten, dass der eigentlich sowieso frei gewesen wäre... Na, scheint ja alles sauber zu sein. Fast 9 Tage ohne Zwischenfall. Das ist, glaube ich, abgesehen von den ersten 20 Tagen, Rekord. Wobei die ersten 20 waren, glaube ich, fast ohne Gefangene. Da seid ihr unterwegs. Was habt ihr denn? Ja, dass das eine Gebetsmatte ist, ist mir klar. Ihr seid schon wieder unterbesetzt hier, hä?
Ach, so benutzt ihr das. Du sitzt auf der Gebetsmatte und schreist Alkohol. Vielleicht könnten wir hier ein Loch im Dach organisieren. Das erklärt aber noch nicht, wie du an Drogen kommst. Super, dann wird das Bedürfnis nach Spiritualität auch in der Freizeit befriedigt. Die können ja jederzeit herkommen, sich auf ihren Teppich setzen und wünschen, dass er davonfliegt. Fiep, fiep, das war der Metalldetektor. Was haben wir denn hier? Ein Karton voll Kartoffeln. Ich bin gespannt. Und der Hund hat die Schere nicht gefunden. Er soll sich was schämen, dieser Hund. Da haben wir ihn wieder. Mark Morris. Der braucht übelst Alkohol. Der sollte vielleicht mal zur Gruppentherapie gehen. Die läuft doch noch, oder? Ja, Alkoholgruppentherapie. Oh, da hat es einer tatsächlich mal nicht geschafft. Also der muss entweder ein hoffnungsloser Fall sein, wenn unser Psychologe den nicht durchkriegt, oder der Psychologe hat sich gedacht, er kann nicht der einzige Kurs sein mit perfekter Rate. Da müssen wir was ändern. Na, immerhin. Scheint fast so, als würde der nächste Kurs dann einige Leute aufnehmen. Und wer, ich finde Morris nicht in dem Alkoholkurs. Den würde ich schon ganz gern von der Flasche loskriegen. Gut. Ich würde sagen, ich gebe offscreen noch ein paar Rohrleitungen hier in Auftrag. Und dann könnten wir morgen wahrscheinlich schon anfangen, die einzelnen Zellen zu basteln und vor allen Dingen die Küche einzurichten. Das sollten wir vielleicht dann noch vorher machen. Aber für heute ist erstmal Feierabend. Wir sehen uns morgen wieder, wenn ihr wollt. Bis dann, macht's gut. Haltet die Ohren steif. Ciao, Freunde.